Jo Leute, willkommen zum Wunschvideo von heute. Paladins und wir spielen den neuen Charakter und zwar die Maeve. Ich habe zwar schon ein, zwei Karten mit ihr gekauft, habe mir aber noch kein adäquates Deck zusammenstellen können, weil. Und ich finde, sie ist einfach mega stark. Sie ist super hektisch. Sie ist hektischer als die Eevee. Auch genauso schwach, wie man leider Gottes sieht. Aber man muss halt einfach sagen, sie wird super stark. Und das Schönste, wie ihr es vielleicht schon seht, sie hat einen Doppelsprung. Und das macht sie für mich einfach zu einem der agilsten Flanker natürlich. Weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Aber sie ist eine der agilsten Flankerinnen, die ich. Wow! Okay. Seit langem gesehen habe. Und das war jetzt ein Doppel. Ja. Ist eine absolute Glaskanone. Und ich liebe solche Dinger. Also sowas ist richtig nice. Uah, da hast du mich gut vom Pferd geholt. Und von hinten hat mich der Viktor gesnackt. Ja. Eventuell, ja. Ich muss damit erst noch umgehen lernen. Also ich habe es mir kurz im Training angeguckt und habe gedacht, die spielst du mal absolut blind. Kann ich einen Doppelsprung auf dem Pferd machen? Ne, kann ich nicht. Zack, zack, zack. Und einmal weg hier. Einmal weg hier. So. Wie gesagt, sie ist unheimlich flexibel. Was sie für mich einfach super gefährlich macht. Oh. Komme ich ohne Pirsch nicht hoch? So. Und zack, zack. Zack, 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 zack und weg. Da hätte ich eventuell mal ein neues Leben benutzen sollen. Ich habe mir das Deck jetzt im Übrigen nicht angeguckt, was vielleicht ein Fehler war. Was spielt er denn? Er spielt Schild. Würde ich nicht spielen. Ich glaube, das spiele ich nicht. Ich werde wahrscheinlich. Ich werde höchstwahrscheinlich den Lebensriss dazu noch spielen. Und zack. Do something, ja. Do something. Das ist gut. Do something. Shit! Die Ult von ihr ist richtig hardcore, also wirklich hart. In einem Umkreis von 300 Einheiten, das sind ja hier nicht Meter oder Fuß oder sowas, es sind ja Einheiten, verringert sich die Sicht von allen Gegnern auf 30 Einheiten. So, zack, zack und zack. Wow! Was war das? Hat die die Messer geworfen und mich angesprungen zeitgleich? Wow. Also hat der Viktor eigentlich nur abgesnackt. Den meisten Schaden dürfte die Maeve gemacht haben. Ist leider die erste Maeve-Runde, die ich so spiele. Ich brauche halt immer meine Zeit, um in Charaktere reinzukommen. Zack, zack. Sie kann mit einer Karte, kann sie so ein bisschen hovern, also den, während Pirsch aktiv ist, kann sie dann so ein bisschen hovern, was ich ziemlich cool finde. Ich vergesse immer, dass ich die zurücksetzen kann. What the fuck, Team? I'm alone with Payload. Ja, das kann passieren, Ying. Du bist halt eine Healerin. Entweder sie gehen auf dich oder sie ignorieren dich, also, eine der beiden Sachen wird passieren.
Night! Ich liebe diese Ult. Die ist so super stark, das gibt es gar nicht. Ist aber nicht so OP wie... Der hat mich echt dadurch noch gekillt. Okay, einmal Kronos und jetzt geht's los. Patola hier. Patola, okay. Hashtag Patola hier, okay. Ich glaube, das Deck ist einfach noch unpassend für meinen Spielstil. Also ich hätte sie gerne noch viel agiler. Und ich vergesse ständig die 9 Leben. Also 9 Leben resettet einmal komplett die Cooldowns von dem Ansprung und Pirsch. Und ist eigentlich meiner Meinung nach viel zu übertrieben sogar. Und heilt sogar nochmal um 500. Ich wusste nicht wie viel. Deswegen musste ich jetzt eben nachgucken. Wie gesagt, neuer Char. Gib mir mal so ein paar Ründchen mit ihr. Und weg. Und komm schon. Eins. Da bist du. Hi. Hi. Und einmal 9 Leben. 9 Leben ist super stark. Also, so einen Multi-Effekt habe ich noch nicht gesehen in Paladins. Und tot. Makes this interesting. Und einmal voll werden. Alle Cooldowns resettet. Wir heilen uns hier hoch und dann gibt's mir trotzdem, ey, so eine Scheiße. Mein Aim muss mit der wesentlich viel besser werden. Zack, Lebensriss drauf. Wobei sie hat das Schild, ne? Ja, sie hat Schild. Und Brecher? Sie hat den Schildbrecher? Dein Ernst? Okay, sie spielt einen sehr aggressiven, what the fuck, guys, help, I'm alone with Torvald. Sorry. Ach, sowas geht mir richtig auf den Geist. Außerdem, Torvald macht keinen Damage. Du kriegst Torvald nur nicht down. Boy. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ups. Zählt das als, und zack. Kann er das absorbieren oder kann er das nicht absorbieren? Schwierig. Zack. 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 Einmal das. Zack. Zack. Oh shit. Ja, ich hab's gesehen. Der Victor war da auch noch. Der hat da auch noch gut Damage gedealt. Ich muss unbedingt was gegen den Schaden machen. Shiny. The Dragon's Fury. Zack. So. Ja, ja. What? Boah, da hat der Drogos gut abgesnackt. Hat er mir eine Salve gedrückt? Ja, hat er. Und dann noch einen kompletten. Und... Oh, Verlängerung kriegen wir auch noch. Und erwischt. Auch wenn die Kinessa jetzt den Kill gekriegt hat, aber... Ja, schade. Den hätte ich gerne noch mitgenommen. Ja, komm. Einmal da drauf. Wow, die hat schon den Dreier. Deswegen war die auch auf dem Spot.
Deswegen war die auch auf dem Spot, die hat die Punkte gebraucht. Ah, okay. Finde ich für einen Flanker halt komisch. Also, die andere hat einen sehr komischen Flanker-Spielstil, deswegen komme ich wahrscheinlich auf die nicht klar. Also im Moment möchte ich nicht gegen die spielen. So, auf geht's. Hast du... Ja, hast du. Und zack. Nein! Einmal das und weg hier. Ich finde die super. Oh shit. Wait a second. Nix mit wait a second. Zack, zack. Erledigt. Der wurde mal geraped. Der wurde mal hart geraped. Und hi. Schießt jemand auf mich? Nein. Er schießt auf ihn. Okay, Verlängerung. Auf geht's. Zack. Interesting. Hinterher, den kriegen wir. Ui. Ich darf nicht so weit weggehen von den Gegnern. Das ist ein Fehler. Warum wurde... Ich muss auf jeden Fall... die hat eine Karte, die die Verlangsamung stoppt. Und die werde ich auf jeden Fall mit ins Deck packen, weil wenn die verlangsamt wird, hat die sowas von keine Chance. Eigentlich ist die wie die Eevee. Also vom Spielstil ist die ja wie die Eevee. Geh rein, kill ihn, geh raus. Und wenn du nicht killst, ist scheißegal, geh trotzdem raus. Ich dachte, ich hätte noch genug Zeit, mit der Pirsch einmal kurz abzuhauen und dann zu heilen. Dann hätte ich die Pirsch wieder voll gehabt. Schade. Oh, hallo. Shit. Shit, jetzt komm, mach. Kacke, da ist der Drogus. Ich muss hier weg. Muss hier leider weg. Also ich bin mir nicht sicher, wer flexibler ist, ob sie oder die Eevee. So. Blöder Drogus. Da ist er. Komm schon! Scheiße! Ach, ärgerlich! Die springt viel mehr. Die springt sehr, sehr viel, muss ich echt sagen. Good night! Hi! Ups. Okay. Ja, da kamen jetzt aber auch gerade drei auf mich zu, muss ich halt sagen. Überkraft ist bereit. Jo, ist in Ordnung. Vor allem, ich glaube, ich habe nicht einmal habe ich die Maeve, habe ich nicht... ich glaube, ich habe sie nicht einmal gekillt. So. Und das, obwohl ich in dem Matchup, glaube ich, sogar das bessere Equip habe. Ja, ja, klar. Und wenn die auf den Spot gehen, dann springe ich da einmal rein und hau da denen die Sicht runter. Dann können wir sie da relativ gut ausnocken. Die andere Maeve dürfte eigentlich noch nicht wieder ready sein. Enemy Rampage.
Sollten jetzt alle auf dem Spot sein. Und hier oben ist eigentlich fast immer einer. Jawohl, da ist er. Down! Und tot. Nein! Den schicke ich. What? Der hat mich echt gekillt, obwohl ich den schlafen geschickt habe. Der hat random reingeschossen, der Pisser! Und hat mich trotzdem gekillt. Ich könnte kotzen. Was ein Hurensohn. Was ein elender Wichser. Oh ja, oh ja, oh ja. Scheiße. Nein! It's working. It's working. Das ist die Ult von der Chinessa. Von unserer Chinessa. Okay, sie versucht uns abzufangen. Nee, versucht sie nicht. Shit. Nee. Also ich kann auf einen Spot, kann ich nichts absnacken. Wenn die alle auf dem Spot sind, kann ich da nicht drauf. Das klappt mit ihr nicht. So, das muss jemand anderes... okay, das schaffen wir nicht. Das haben die gewonnen. Die nehmen genau einmal den Punkt ein. Die nehmen genau einmal den Punkt ein und das ist leider das entscheidende Mal. Ach, ist das ärgerlich. Wow, ich habe sogar den das Highlight. Wieso habe ich das Highlight? Und warum bin ich Level 5 mit ihr? Hä? Ja, da war ich der einzige Doppelkill. Woo! MVP! Cool. Sehr schön. Gibt's einen Grund, warum ich Level 5 bin? Ich wollte gerade sagen, ich bin Level 1 mit ihr. GG. Aber ich habe die meisten Flankkills von den Flankern. Also das möchte ich mal eben angemerkt haben. Es ist ja mal super. Okay. Cool. Geile Runde. Auch wenn wir verloren haben, war es wirklich schön eigentlich. Ne, stimmt gar nicht. Das ist sie. Ups. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Gut. Aber hey, MVP. Und ich habe bei uns im Team von den Flankern die meisten Flankenkills gemacht. Gut, wir waren nur zwei. Okay, cool. Cooler Char, Maeve. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nach ein paar Runden da besser zu spielen ist für mich. Aber im Moment schwierig. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Wie immer oben rechts in der Ecke die Infokarte nicht vergessen. Ist das Wunschvideo drin, das ihr anklicken dürft und euch dann was aussuchen dürft. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.